Moin Leute, heute sind wir hier mal ganz woanders. Ihr habt vielleicht das Video gesehen, wo wir eine Sitzbank selber gebaut haben, beziehungsweise ein Sitzbank-Rohling oder einen Unterbau. Und ja, heute bin ich quasi hier gegenüber von Triumph Hamburg in der Sattlerei Kinzlin. Richtig. Bei dem Patrick, Patrick Kinzlin. Genau. Das ist der Sattler, der ja die ganzen Sitzbänke, die ihr auch jetzt immer schon mal im Video gesehen habt, bezogen hat. Und ja, wir dachten uns, dass wir hier mal ein kleines Video darüber machen, was man eigentlich ja überhaupt machen kann. Also was kann man individualisieren, ja. Was gibt es für Materialien, welche Möglichkeiten hast du, eine Sitzbank zu pimpen, aufpolstern, ja. Abpolstern, umformen, mal vielleicht über Materialien reden und so weiter. Ja. Na? Patrick, du bist gelernter Sattler, das ist richtig Familienbetrieb hier, ne? Ich bin gelernter Sattler, ja, richtig. Familienbetrieb. Mein Vater hat das früher gemacht und ich habe es irgendwann übernommen und mache das jetzt mein halbes Leben, über 20 Jahre schon. Und bin, glaube ich, seit 15 Jahren Sattlermeister und seitdem auch selbstständig. Und ihr habt euch schon so auf Fahrzeuge spezialisiert. Also hier stehen auch immer so ein paar nette Autos rum, teilweise auch Oldtimer, auch öfter mal Motorräder. Also das ist schon so das Hauptding, oder? Auf jeden Fall. Also Fahrzeuge in der Sattlerei ist Standard. Und ein großes Thema sind Sitzbänke bei uns. Da machen wir wirklich sehr viele. Nicht nur für Triumph, für sämtliche Marken, die es gibt, bearbeiten wir alle Sitzbänke. Ich finde, eine Sitzbank ist so eins der optischen Hingucker beim Motorrad. Also das ist so. Auf jeden Fall. Ja, ist so ein Teil. Ist zentral mittendrin ist ein etwas größeres Teil, was einen sofort ins Auge sticht. Und da sollte man schon sehen, dass die irgendwie ein bisschen vernünftig aussehen. Aber hat natürlich auch so einen gewissen funktionalen Charakter, ne? Also natürlich. Wenn eine Kacke sitzt, ist macht das Ganze keinen Spaß. Also es sollte schon irgendwie bequem Spaß, sein, ne? Dass man auf Dauer ein bisschen Spaß dran hat beim Fahren. Meine erste Frage wäre mal zu den Materialien. Ich persönlich bin ja ein großer Freund von echtem Leder, was sicherlich toll aussieht, hat aber auch so seine Nachteile, Vorteile. Erzähl da doch mal was zu. Für wen ist Leder was oder was sind da so die Also ein richtig schönes, echtes Leder ist hauptsächlich was für die Schönwetterfahrer. Für den alltäglichen Bedarf oder die Motorräder, die draußen an der Straße parken, ist es oft nicht ganz so gut geeignet. Großes Problem ist die Feuchtigkeit bei Leder durch das ständige Nasswerden oder wieder aus oder wieder Trocknen. Verliert das Leder irgendwann die Feuchtigkeit, trocknet aus und dann wird es irgendwann hart, spröde und sieht sehr unansehnlich alt und ranzig, brüchig aus. Mhm. Leder braucht einfach Pflege. Bei einer richtigen Pflege, immer ein gutes Fett auftragen, hält ein Leder auch oft deutlich länger als ein Kunstleder und kann auch nach vielen Jahren wirklich noch schön aussehen und bekommt eine natürliche Patina. Das, was oft geschätzt wird am Leder. Und Auswahl natürlich auch riesig, ne? Also Auswahl ist natürlich riesig bei Leder. Es gibt, wir haben irgendwie 5, 6 Großhändler in ganz Deutschland sitzen, wo bei jedem aus irgendwie 100 verschiedenen Ledern ausgesucht werden kann. Das heißt, das größte Problem ist eigentlich, wenn jemand zu dir kommt, das richtige Leder zu finden und sich zu entscheiden, oder? Oft ist es für die Kunden schwer, sich zu entscheiden, da sind wir dann natürlich auch immer dabei, dass wir den Kunden so ein bisschen dazu raten und in eine Richtung bringen können, was eventuell gut zu dem Motorrad aussehen könnte. Was ich vor allem auch finde, ist, wenn man so ein Leder, also so eine ganze Haut, das sind ja so riesige Lappen, ich finde immer, wenn man die vor sich sieht, dann kann man sich noch gar nicht so hundertprozentig vorstellen, wie es hinterher am fertigen Motorrad aussieht. Also ich finde, man vertut sich so schnell. Also ein dunkles Leder wirkt manchmal in Natur dunkler, als dann hinterher zum Beispiel an einem schwarzen Motorrad. Ja. Es ist oft schwierig, deswegen ist es bei uns immer schön, wenn die Kunden halt mit ihrer Maschine bei uns vorbeikommen und wir können dann das bestellte Leder für die extra nochmal mit rausnehmen. Das legen wir aufs Motorrad drauf und gucken nochmal, ob die Farbe wirklich zum Motorrad passt oder ob es den Kunden gefällt. Ja, und die Alternative sind dann Kunstleder bzw. Kunststoffe, oder? Richtig. Hauptsächlich ist es dann halt ein Kunstleder. Da ist die Vielfalt wahrscheinlich noch größer als beim Echtleder. Bedarf keiner sonderlichen Pflege, das Kunstleder. Es ist komplett wasserdicht, ist natürlich ein Vorteil. Mhm. Es saugt sich nicht voll. Es kann durchaus länger draußen im Regen stehen. Es ist nicht so schlimm. Ja, da sind die Formen bei der Pflege. Also das hier ist, glaube ich, ein Kunststoff, ne? Genau, ein Kunstleder. Ist vor allem auch schön griffig, ne? Ich habe bei mir festgestellt, Echtleder
kann auch mal glatt sein. Kann auch ein bisschen rutschig sein. Kann auch ein bisschen rutschig und glatt sein. Wenn du zu viel Gas gibst, dann... Wenn die Sitzbank eine sehr gerade, glatte Form hat, dann kann ein Echtleder natürlich auch glatt und rutschig sein. Ist aber auch bei Kunstledern so. Die Kunstleder sind auch oft relativ glatt und rutschig. Und dafür haben wir halt spezielle Anti-Rutsch-Kunstleder. Die haben wirklich eine aufgeraute Struktur, dass man da mit Lederhose, Gore-Tex oder auch Jeans deutlich besser drauf sitzt und nicht... Und da ist farblich und dekormäßig eigentlich auch so... Da alles, ist alles möglich. Bei Kunstleder ist die Auswahl noch viel, viel größer als bei Echtleder. Ja, und das nächste ist dann natürlich, es gibt da noch so ein bisschen Alcantara. Alcantara ist ja auch so ein Punkt, da fragen auch viele Kunden nach. Alcantara ist ein reiner Mikrofaserstoff, hat nichts mit Echtleder zu tun, das vertauschen auch viele Kunden. Da gefällt hauptsächlich die Oberfläche, die Optik, es fühlt sich so schön samtig an, es ist schön tiefschwarz und matt und genau. Sieht aber auch so aus, als ob es nicht so ganz pflegeleicht ist, oder täuscht das? Ein Alcantara ist eigentlich schon pflegeleicht, ist ein Mikrofaserstoff, den kannst du sehr gut sauber halten. Er ist natürlich wasseranfällig, also er saugt natürlich auch erstmal sich komplett voll und dauert dann wieder eine Zeit lang, bis es durchgetrocknet ist. Okay. Jedoch müssen wir sagen, dass alle Sitzbänke, die wir machen, kriegen von Haus aus bei uns einen Feuchtigkeitsschutz mit eingebaut. Das heißt, der Schaumstoffkern, der da drin ist, wird bei uns in eine mehrlagige Kunststofffolie vollflächig eingeklebt, dass wenn Wasser durch die Nähte, durchs Leder oder Alcantara kommt, der Schaumstoffkern trocken bleibt. Okay, das heißt also, selbst wenn dann mal die Ledersitzbank im Regen steht, dann muss die halt mal 2 Tage trocknen oder die Sitzbank in den Heizungskeller legen oder so. Genau, ganz in Ruhe und in Luft trocknen lassen, danach unbedingt Leder wieder einfetten, dass es die Feuchtigkeit behält und nicht. Hast du da einen Tipp, was so die Lederpflege angeht? Gibt es da irgendwie Spezielles? Es gibt so viele Hersteller von Lederfettpflegeprodukten auf dem Markt. Wir verwenden ganz normales Bienenwachs. Farblos. Farblos, Bienenwachs, farblos. Und bloß nichts mit Farbe nehmen. Das hast du dann immer nur in den Klamotten drin nachher. Dann hast du eine schwarze Jeans nachher am Hintern. Und dann einfach alle paar Wochen, Monate. Alle paar Wochen, genau. So. Vor dem Winterlager, bevor sie eingewintert wird. Oder auf jeden Fall nach dem Regenschauer, wenn sie nass war. Was natürlich auch ganz wichtig ist, ist die Naht. Also hier auf der einen Seite haben wir hier gewisse Muster. Hier hast du sogar, das ist sogar richtig dann künstlerisch. Ein bisschen künstlerisch, also tatsächlich freihand irgendwie aufgezeichnet, das Ganze, so ein Tribal und dann mit der Nähmaschine nachgenäht. Also das ist richtig, nachgenäht. Also das ist nachgenäht, also mit einem Stift aufgezeichnet aus Material und dann mit der Nähmaschine nachgenäht. Ja. Okay. Ja gut, da muss natürlich dann der Kunde schon mit einer gewissen Idee kommen. Ne? Dass, entweder das oder wir suchen zusammen im Internet irgendwelche Tribals, die ihm gefallen, zeichnen die auf und machen die fertig. Dann haben wir hier ganz normale doppelte Ziernähte, doppelte Cutnähte. Das ist halt Standard, die sitzen halt immer an irgendwelchen markanten Punkten, wo Nähte laufen müssen, damit der Bezug später rüberpasst. Oder wir haben solche Nähte hier, die sind später sogar schon vom Computer von der CNC-Maschine genäht worden, die das deutlich sauberer und gleichmäßiger hinkriegt, als wenn man das selbst mit der Hand nähen würde. Okay, gut. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze zu verzieren, zum Beispiel mit einer Stickerei. Genau. Stickereien fertigen wir an. Wir haben eine eigene Stickmaschine hier stehen und können quasi jedes Logo, jeden Schriftzug. Da muss man wahrscheinlich irgendwie eine Datei anliefern. Ja, ein gutes JPEG, ein PDF, eine Vektordatei anliefern. Mhm. Das Einzige, was nicht geht, sind halt Originallogos von Originalherstellern aus rechtmäßig. Genau. Ja, gut. Genau. Und was ist denn, was ich ja immer ganz schön finde bei Leder, wenn man die prägt? Also hier bei dieser Originalsitzbank, da ist ja hier, da kommen wir ja gleich noch zu, das ist ja die wir heute mal bearbeiten wollen, aber hier ist ja auch so ein schöner geprägter Schriftzug drin. Genau. Geht sowas auch? Das machen wir auch. Wir haben hier auch unsere kleine Heißprägemaschine stehen und mit der prägen wir nachher auch quasi Logos rein. Da braucht man aber eine Art Stempel für, man nachher einen Prägestempel dafür. Das sind nachher Messing-Prägestempel. Die werden angefertigt, aus dem Messingblock gefräst nachher. Und es lohnt sich, wenn man die öfters benutzt, lohnt es sich. Ansonsten für eine Einzelanfertigung ist es doch relativ aufwendig und teuer, diesen Stempel herzustellen. Gut, da kommt es dann drauf an, was der Einzelne bereit ist, einfach zu investieren. Ja. Hier haben wir einen für Q-Bike bzw. Hansa Custom, der wird natürlich immer mal wieder verwendet. Der kommt regelmäßig rein in die Sitzbänke, da kann man das gerne machen. Da kann man das gerne machen. Ja, ihr seht schon, die Auswahl ist vielfältig. Also im Prinzip, sag ich mal, gibt es da gar nicht so wahnsinnig viele Grenzen. Was ich natürlich auch sehr wichtig finde, was du auch bei meiner Sitzbank gemacht hast, ihr polstert ja auf bzw. nehmt was weg, packt was drauf. Also erhöht den Komfort oder vielleicht auch mal für kurze Beine ein paar Zentimeter wegnehmen oder für lange Beine was draufpacken. Auf jeden Fall. Also es kommt ganz oft vor, das ist bei uns auch irgendwie Standard. Jeder Kunde möchte irgendwie anders sitzen auf seiner Maschine. Wir haben wirklich die Großen und die Kleinen, die was brauchen oder was wegnehmen müssen.
Das werden wir auch nachher an der Musterbank von Triumph zeigen. Die Bank ist sehr dick und wulzig und voluminös und wir werden die Bank nachher ein bisschen schlanker, schmäler gestalten, dass die optisch so ein bisschen frischer aussieht. Und dann habe ich gelesen, es gibt ja auch so Gimmicks, so Gelkissen ja. Und ich glaube, Sitzheizung kann man nachrüsten. Was ist davon zu halten oder was ist da möglich? Sitzheizung kann man nachrüsten, das machen wir auch. Des Öfteren im Jahr kommt es doch schon mal vor. Es ist hauptsächlich nur für die, die wirklich den ganzen Winter überfahren. Da kann man darüber nachdenken, das zu machen, ja. Gelpolster bauen wir relativ viele ein, wobei wir im Vorweg jedem Kunden meistens die Gelkissen zum Testen mitgeben, dass die selbst das Ding probefahren, um selbst zu entscheiden, ob es ihnen was bringt oder auch nicht. Was ist der Vorteil bei dem Gelkissen? Gelkissen, die sind so für Rückenkranke, die Probleme mit dem Steißbein haben, sind die sehr gut geeignet, weil diese Gelkissen, sie sind relativ fest im Ganzen, sind aber dadurch auch sehr punktelastisch. Das heißt, die nehmen so Schwingungen, Vibrationen, okay. Schläge nehmen sie doch punktelastisch sehr gut auf. Das heißt, Sitzknochen oder Steißbein kann punktelastisch sehr gut einsinken. Und das muss jeder sehen, ob es was bringt, weil wir liegen bei so einem Gelkissen ungefähr bei 60 Euro. Und da ist immer die Frage, will man das einbauen, braucht man das oder kann man darauf verzichten? Zwei Nachteile haben die Gelkissen. Im Sommer speichern sie sehr die Wärme, im Winter die Kälte. Aber wenn man doch arge Rückenprobleme hat und auf das nicht verzichten möchte, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Kann man... Also es ist wahrscheinlich unheimlich schwer, über Kosten zu reden, ne? Weil das ist ja, jede Sitzbank ist ja eine Einzelanfertigung. Ja. Ne? Das ist ja, aber kann man über ein Range reden? Also sprechen wir über 1.000 Euro, sprechen wir unter 1.000 Euro? Nein, also zu 95% liegen wir unter 1.000 Euro, würde ich sagen. Das kriegen wir schon hin. Eine Obergrenze gibt es eigentlich nicht, nach oben geht immer. Ungefährer Richtpreis, eine Sitzbank, ein bisschen umpolstern, neu beziehen, würde ich sagen, ab 300 Euro. Okay. In Echtleder, schöne, tolle Nähte, ein bisschen mehr Arbeit, liegt man vielleicht bei 500 Euro später. Okay, also wenn wir einfach mal sagen, so ein Range von 300 bis 500 Euro, da sind also schon viele mit. Da sind schon sehr viele mit abgedeckt. Es gibt aber auch viele, die deutlich einfacher und schneller zu machen sind, wo man dann auch mal irgendwie schon mit 100 Euro anfangen kann. Es geht ja nur darum, viele werden sich bei dem Video fragen, was kostet sowas, weil was Individuelles ist. Ist grundsätzlich natürlich immer Handarbeit. Genau. Es ist immer teurer, als wenn ich es von der Stange kaufe. Genau, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man so eine Hausnummer hat, dann reicht das schon. Ja, sehr coole Einführung. Also wie gesagt, Sitzbank, tolles Thema. Also ich denke schon über meine dritte nach. Also, finde ich gut, der Trend geht zur Drittbank, muss sein. Ja, also... Was haben wir uns heute vorgenommen? Wir wollen ja mal ein bisschen was zeigen, das heißt, dir einfach mal über die Schulter schauen und vor allem, was ich auch immer ganz schön finde, so ein Vorher-Nachher. Das ist jetzt natürlich keine Anleitung, dass jeder das zu Hause selber nachmachen kann, weil da wahrscheinlich schon die Maschinen für fehlen und so ein paar Skills braucht man dafür. Das wird schon schwierig, so eine Sitzbank alleine zu beziehen. Also das kriegt jemand, der es nicht gelernt hat, nicht wirklich hin. Außer es ist ein viereckiger Block, wo nur das Kunstlied darüber gespannt wird, dann vielleicht. Aber das machen wir hier ja eigentlich nicht. Was wollen wir heute machen? Also wir haben heute von den Jungs von Q-Bike eine schöne Sitzbank rüberbekommen, die wir so ein bisschen aufpimpen wollen. Die Sitzbank hat einen kleinen Schaden. Vorne ist das Kunstlied da gerissen. Da ist wohl irgendwann mal, keine Ahnung, irgendwas gegen die Ecke gehauen und dann reißt so ein Kunstlied auch mal ein. Wir wollen die Sitzbank ein bisschen, ein bisschen schlanker, ein bisschen sportlicher gestalten. Das heißt, wir werden die Höhe ein bisschen verändern, wir werden die Breite ein bisschen was wegnehmen, dass sie im Ganzen einfach ein bisschen sportlicher aussieht nachher. Dann wird die ganze Bank ein bisschen umgestaltet, das heißt, der Nahtverlauf wird ein bisschen geändert und dann wird das Ganze nachher mit einem wunderschönen Echtleder, naturbelassenen Echtleder bezogen, was sehr gut zu den Maschinen passen wird nachher. Ich bin schon sehr gespannt. Ich auch, wie es aussieht. Ich hab die böse Befürchtung, dass da schon wieder Begehrlichkeiten geweckt werden. Denn zufälligerweise passt diese Sitzbank auf mein Motorrad. Sehr gut, da haben wir es ja schon. Dann würde ich sagen, wir räumen jetzt hier mal frei. Alles klar. Und dann machen wir gleich weiter. Wahrscheinlich starten wir irgendwie. Nee, erstmal muss das alte runter, ne? Genau, wir rupfen gleich den alten Bezug runter. Dazu haben wir halt die Klammern, die wir lospulen müssen. Dann werden wir den Schaumstoff ein bisschen bearbeiten. Dann machen wir unsere Schnittmuster, schneiden das Leder zu, nähen was und beziehen am Ende. Alles klar. Weiter geht's. Jetzt fangen wir an, den Sitzbankbezug einmal abzunehmen. Dazu schrauben wir einmal den Gurt ab und lösen dann die Klammern ringsrum. So, damit ist der Bezug auch schon ab. Was man jetzt gut sieht, ist die Folie, die hier drin ist. Das ist der Original-Nässe-Schutz von Triumph, der noch mit drin ist.
Wenn er heil ist und gut in Ordnung ist, können wir den nachher auf jeden Fall wieder benutzen und müssen keinen neuen kleben. Jetzt wollen wir den Schaumstoff ein bisschen bearbeiten, dass die Bank nicht mehr so dick und fett aussieht. Dazu haben wir nachher unsere Schaumstoffsäge, mit der wir den Schaumstoff schön in Form schneiden können. Und später für die Feinarbeiten unseren kleinen Bandschleifer für die Schleifarbeiten, dass wir nachher keine Ecken und Kanten mehr drin haben, sondern eine schön glatte Oberfläche. Das Ganze habt ihr im letzten Video vielleicht auch gesehen von Herrn Mekosch, wo Herr Mekosch das Ganze den Schaumstoff in Form gebracht hat. Er hat es mit der Flex gemacht. Geht auch, ist auch eine super Möglichkeit, nur danach fliegt natürlich ganz schön viel von dem Schaumstoffzeug in der Gegend herum. Jetzt werden wir unseren Bandschleifer nehmen und ein bisschen Feinschliff auch noch mal reinbringen, um die Kanten noch mal so ein bisschen glatt zu kriegen und dass wir nicht so viele eckige und harte Kanten und Brüche nachher in der Sitzbank drin haben. So, weiter geht's. Unsere Schaumstoffform haben wir jetzt grob vorbereitet. Da kommen noch hier noch ein, zwei kleinere Ausbesserungen an den Seiten dran, dass der Schaumstoff wieder festgeklebt wird, leichte Dellen ausgebessert wird, damit wir nachher noch ein schön glattes Ergebnis haben. Jetzt zeichnen wir uns einmal den Nahtverlauf an, wie später unser Bezug aussehen soll. Das machen wir mit dem Edding direkt auf dem Schaumstoff und dann werden wir im Anschluss unsere Schablonen dafür bauen, die wir für unseren Zuschnitt nachher brauchen. So, damit hätten wir unseren Nahtverlauf angezeichnet. So in etwa wird der Bezug später aussehen. Als nächstes werden wir jetzt unsere Schablonenfolie nehmen und davon uns unsere Muster bauen, dass wir das Leder zuschneiden können. So, als Schablonenfolie nehmen wir ganz normale durchsichtige Baufolie. Das Ganze stecken wir uns einmal kurz mit unseren Ansteckern fest und übertragen uns dann unsere Linien auf die Folie. So, als Leder haben wir uns mal was ganz Schönes ausgesucht. Es ist ein rein naturbelassenes, fast gegerbtes Dickleder. Dickleder ist so ab 1,4, 1,6 mm Stärke. Fast gegerbt und naturbelassen. Man sieht die leichte Schattierung in der Haut. Hängt damit zusammen, dass die Dinger im Fass gefärbt werden, die Lederhäute. Und da jede Hautphase die Farbe unterschiedlich aufnimmt, sieht man jetzt schon so eine leichte Schattierung. Es sind Naturmerkmale im Leder mit drin, wie Stacheldrahtrisse oder Hornstöße, wird man immer wieder finden und kann man auch schön, wenn es einem gefällt, mit einbauen. Damit ist unser Zuschnitt eigentlich schon fertig. Zwei Teile haben wir größer zugeschnitten, da ist das endgültige Maß noch nicht festgelegt. Das hängt damit zusammen, dass wir das vordere Stück nachher noch mit Schaumstoff kaschieren, noch ein paar Nähte reinsetzen. Das schneidet man erst zu, wenn das Teil fertig genäht ist. Und in das Heckteil kommt nachher der Hanse Custom Stempel rein. Das wird auch also erst zugeschnitten, wenn der Stempel drin ist, damit man das richtig ausrichten kann. So, jetzt haben wir das vordere Teil, was wir ein bisschen größer zugeschnitten haben. Das ist die Sitzfläche für den Fahrer nachher. Die sollen nachher noch ein paar Quernähte bekommen und das steppen wir nachher in ein Leder ab, durch den Schaumstoff durch, damit das Ganze so ein bisschen voluminös erhaben aussieht. Das ist unser Schaumstoff, mit dem wir das Lederstück kaschieren. Das ist ein vernünftiger Schaumstoff, 5 mm dick. Der behält auch noch seit Jahren, noch seine Voluminosität und geht halt immer wieder auf und fällt nicht ineinander zusammen, dass es irgendwann eine platte Fläche ist. Da fixieren wir unser Lederstück jetzt gleich drauf, kurz mit einem ganz leichten Sprühkleber. Das ist beim Nähen nicht verrutscht, das Ganze. Dann wird der nächste Schritt sein, dass wir in unser Heckteil von der Sitzbank nachher unseren Hanse Custom Lederprägestempel rein haben möchten. Das legen wir uns jetzt mal so ungefähr hin, wo der hin soll. Damit gehen wir gleich unter die Lederprägemaschine und prägen den Stempel rein. Wir haben im Vorwege schon ein, zwei Prägeversuche gemacht. Jedes Leder lässt sich unterschiedlich prägen und hier in diesem Fall gehen wir mit einer relativ hohen Hitze ran, dass es so eine Mischung aus Prägen und Branding ist, damit in diesem Leder der Stempel auch lange Zeit vertieft drin bleibt und auch durch die Hitze farblich raussticht. So, bevor wir aber jetzt
direkt in unser fertig zugeschnittenes Lederstück den Stempel reinprägen, macht man trotzdem lieber nochmal eine Probeprägung vorher aus einem kleinen Reststück, um zu gucken, wie es nachher wirklich aussieht und ob alles funktioniert. Ja, sieht eigentlich schon ganz gut aus. Jedes Leder lässt sich anders prägen. Es hängt von der Hitze ab, vom Leder, von der Dauer und vom Druck. Und da muss man halt bei jedem Leder eine Probe machen, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Das Logo ist schön drin, an der Stelle, wo es sein soll. Damit können wir weiterarbeiten. Weiter geht's. Unseren Lederzuschnitt haben wir jetzt fertig gemacht. Weil wir bei dieser Sitzbank ein richtiges Dickleder verwenden, so ungefähr 1,6 mm dick, werden wir nachher die ganzen Nähte, die wir noch machen müssen, mit unserer Glockenschärfmaschine nachher ein bisschen ausschärfen. Das heißt, das Leder wird halt deutlich dünner gemacht in dem Bereich, wo wir nachher lang nähen. Hat nachher so ein bisschen den Vorteil, dass es optisch erstmal schöner aussieht und dass die Kanten von den Sitzbänken, wo man drauf sitzt oder wo die Oberschenkel anliegen, nachher nicht so eine dicke, fette Wulst haben von irgendwie drei Lederstärken nachher. Das drückt einfach zu doll. So, weiter geht's. Jetzt sitzen wir in der Nähmaschine. Jetzt kommt der spannende Part. Jetzt müssen wir aus den ganzen Teilen ein Ganzes bilden. Und jetzt fangen wir erstmal an mit den Steppnähten für den kaschierten Vorderteil. So, unsere Steppnähte haben wir fertig. Jetzt machen wir den endgültigen Zuschnitt von diesem Teil und dann geht's mit dem Zusammennähen sämtlicher Teile weiter. So, wir haben unsere Form einmal angezeichnet, wie der Zuschnitt nachher werden soll. Jetzt nähen wir mit der Nähmaschine noch einmal auf unserer Linie im Kreis herum und verriegeln damit die durchgesteppten Nähte, dass die nachher, wenn wir es auf passendes Maß schneiden, nicht aufgehen. So, jetzt holen wir uns unsere anderen zugeschnittenen Teile dazu und werden die Teile jetzt zusammenfügen. Ja, das sieht gut aus. Das letzte Teil ist drin. Auch hier machen wir wieder außenrum unsere Kappnaht und dann ist der Bezug quasi fertig zum Beziehen. Ein, zwei kleine Stellen haben wir schon ausgebessert, die vorhin beim Schleifen und beim Absägen ein bisschen dellig geworden sind. Stückelt man einfach ein bisschen Schaumstoff an und bringt das Ganze wieder in Form, damit wir nachher eine schön saubere Kante kriegen. Als nächstes kommt unser Nässe-Feuchtigkeitsschutz, den wir vollflächig nachher auf das Polster aufkleben. Wir haben uns gegen die Originalvariante von Triumph entschieden, weil wir von unserem Nässe-Schutz einfach ein bisschen mehr halten, wenn das wirklich vollflächig mit dem Schaumstoff verklebt ist, als wenn dann nur so eine dünne Tüte rübergestülpt ist. So, unser Polyestervlies, unsere Polyesterwatte haben wir uns einmal grob auf Maß zugeschnitten und die kommt jetzt hier auch nochmal oben drauf. Wird auch vollflächig wieder verklebt. So, jetzt sind wir bereit, dazu die Sitzbank zu beziehen. Der Bezug wird jetzt gleich festgetackert. Wichtig ist, dass wir die Mitte so ein bisschen ausrichten. Vorne und hinten haben wir unsere Markierung. Damit fangen wir an. Als erstes vorne, dann hinten. Und dann wird zu den Seiten ringsrum im gleichmäßigen Abstand getackert. Could anybody tell me why? Fading out in no time. This could never be right. Ja, das sollte es gewesen sein. Bezug ist drauf. Sieht gut aus. Von unten sauber. Getackert alles mit rostfreien Klammern. Da aus Edelstahl, da rostet später auch nichts. Jetzt kommt gleich nur noch der Gurt drauf. Der wird sich sauber gemacht. Nochmal ein bisschen eingefettet. Und dann haben wir es. Saubere Arbeit, würde ich sagen. Dankeschön. Also ich weiß nicht, wie euch das da draußen geht, aber mir macht das auch richtig Spaß, alleine zuzugucken, wie sowas entsteht. Also ich finde vor allem so faszinierend, so kleine Kniffe. Also wie du zum Beispiel die Schablone gefaltet hast, um sie dann symmetrisch zu bekommen. Ja. Also mich fasziniert das. Ja, richtig schönes Leder. Sauber gearbeitet. Ich mag das ja auch, dass dieses Leder nicht überall gleich ist. Ne? Also gerade so, was du gesagt hast. Unterschiedliche Hautstellen. Kann natürlich mal Macken haben, natürlich, wenn das Tier am Stacheldraht hängen geblieben ist oder so. Ne? Von daher, Leder arbeitet so ein bisschen. Ja, richtig gut wird sie wahrscheinlich erst, wenn sie eine Saison gefahren wurde. Bisschen Patina, bisschen guter Patina. Pflege auf jeden Fall, wenn sie eingesessen, eingefahren ist. Patrick, schönen Dank dafür.
fand das sehr interessant und ich würde sagen, jetzt als Abschluss gehen wir damit einfach mal rüber, weil wir müssen es einfach und dann schauen mal, wie das auf dem Motorrad aussieht. Am Motorrad anschauen. Auf jeden Fall. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Danke. Bis bald.